Guten Tag, meine Damen und Herren aus Deutschland. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, auf diesem Weg einige Aspekte zur kerntechnischen Sicherheit vortragen zu dürfen. Ich wäre gerne persönlich zu Ihrer Veranstaltung gekommen. Aus verschiedenen Gründen war dies leider nicht möglich. Ja, mein Name ist Dieter Mayer. Ich bin 69 Jahre alt und seit 2011 im sogenannten gesetzlichen Ruhestand. Ich habe an verschiedenen Universitäten Maschinenbau, Energietechnik, Betriebswirtschaft und Jura studiert. Nach meinem Studium habe ich fast 40 Jahre in verschiedenen deutschen Ministerien im Bereich der kerntechnischen Sicherheit und des Strahlenschutzes gearbeitet. In den letzten 12 Berufsjahren leitete ich den Bereich Sicherheit kerntechnischer Anlagen im deutschen Bundesumweltministerium. Ich habe auch nach der Beendigung meiner Tätigkeit im Bundesumweltministerium die sicherheitstechnische Entwicklung der Kerntechnik intensiv weiterverfolgt und auch verschiedene Gutachten zu diesem Thema erstellt. Soweit zu meiner Person. Meine Damen und Herren, das Thema Kernkraftwerke hat und hatte in Deutschland in der Öffentlichkeit, in den politischen Parteien und bei der jeweiligen Regierung einen hohen Stellenwert. Es gab über Jahrzehnte hinweg massive Auseinandersetzungen. Die Gesellschaft war bezüglich dieses Themas gespalten. Etwa eine Hälfte der Bevölkerung war der Meinung, die Nutzung der Kerntechnik zur Stromerzeugung sei aus ökonomischen und ökologischen Gründen notwendig. Die andere Hälfte der Bevölkerung war vehement gegen die Nutzung der Kerntechnik, weil sie mit einem unvertretbaren Sicherheitsrisiko verbunden sei. Diese Diskussion innerhalb der deutschen Gesellschaft wurde nach dem schweren Unfall in Fukushima mehr oder weniger beendet. Die Politik hat nach dem Desaster in Fukushima entschieden, dass in Deutschland die Kerntechnik keine Zukunft hat und hat deshalb gesetzlich festgelegt, dass die zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland 19 betriebenen Kernkraftwerke schrittweise bis spätestens 2022 abgeschaltet werden. Die Nutzung der Kernenergie wurde und wird in Deutschland im Hinblick auf die Sicherheit der Kernkraftwerke durch ein abgestuftes System überwacht. Grundsätzlich zuständig für die Überwachung ist das Bundesumweltministerium mit einem Politiker an der Spitze. Das Bundesumweltministerium wird bei dieser Aufgabe durch Ministerien der Bundesländer und durch Sachverständigenorganisationen unterstützt. Die Behörden sind, nachdem in Deutschland keine neuen Kraftwerke mehr gebaut werden dürfen und deshalb Neugenehmigungen ausgeschlossen sind, nur noch dafür zuständig, dass die betriebenen Anlagen die jeweils für erforderlich gehaltenen Sicherheitsvorschriften einhalten. Die Sicherheitsvorschriften sind in einem abgestuften System festgelegt. Gesetze, Verordnungen und sicherheitstechnische Spezifikationen beschreiben die Anforderungen. Die Überwachungsbehörden haben das Recht, Nachrüstungen zu verlangen oder die Anlagen stillzulegen, wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden. Meine Damen und Herren, ich hatte schon erwähnt, dass der Unfall in Fukushima in Deutschland der ganz großen Mehrheit der Bevölkerung und auch der Politik vor Augen geführt hat, dass die weitere Nutzung der Kerntechnik mit einem nicht akzeptablen Risiko verbunden ist. Man hat erkannt, dass auch in technisch hochentwickelten Ländern wie Japan ein kerntechnischer Unfall mit katastrophalen Folgen jederzeit eintreten kann. Zwar war jedem, der sich mit der Kerntechnik intensiver befasst hat, klar, dass ein schwerer kerntechnischer Unfall auch in hochentwickelten Ländern nicht ausgeschlossen werden kann. Doch erst die Bilder aus Japan haben einem großen Teil der Bevölkerung und Teilen der Politik dieses Risiko deutlich gemacht. Obwohl wenige Monate vorher die zulässige Laufzeit der deutschen Kernkraftwerke teilweise erheblich erhöht worden war, hat sich die deutsche Politik entschieden, dies nach Fukushima wieder rückgängig zu machen. Meine Damen und Herren, in Ihrem Land wird zurzeit Angra 2 betrieben, und wie ich den Medien entnommen habe, soll Angra 3 nunmehr doch errichtet und betrieben werden.
Beide Anlagen entsprechen dem in Deutschland in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entworfenen Design. In Deutschland gibt es, oder besser gesagt gab es, ein Kernkraftwerk, das im Wesentlichen baugleich ist mit Angra 2 und 3. Es handelt sich dabei um das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld. Dieses Kernkraftwerk wurde vor wenigen Wochen als Folge des deutschen Atomausstieges stillgelegt. Ich kenne die Anlage in Grafenrheinfeld sehr gut und möchte deshalb etwas zur sicherheitstechnischen Situation dieser Anlage und damit auch zu Angra 2 und 3 sagen. Ich kann natürlich in der Kürze der Zeit nur einige wenige, besonders wichtige sicherheitstechnische Probleme ansprechen. Bei den Anlagen Angra 2 und 3 und der Anlage in Grafenrheinfeld handelt es sich um Druckwasserreaktoren. Diese Reaktoren sind durch zwei Kreisläufe gekennzeichnet, den Primärkreis und den Sekundärkreis. Im Primärkreis wird die durch Kernspaltung erzeugte Wärme an das Primärkreiswasser abgegeben, um dann im Dampferzeuger Dampf zu produzieren. Dieser Dampf wird über den Sekundärkreis zu den Dampfturbinen geleitet. Der an die Dampfturbinen angeschlossene Generator erzeugt den Strom. Die für den sicheren Betrieb wichtigste sicherheitstechnische Komponente ist der Reaktordruckbehälter. In diesem Behälter befinden sich die Brennelemente. Während der Kernspaltung besteht ein Druck von ca. 160 bar und eine Temperatur von 320 Grad Celsius. Käme es zu einem Versagen dieses Behälters, wäre eine Kernschmelze unvermeidlich. Bei der Konstruktion und Herstellung dieses Behälters ist besonders darauf zu achten, dass der Werkstoff die erforderliche Zähigkeit besitzt, dass die Schweißnähte so angeordnet sind, dass hohe Spannungen in den Schweißnähten vermieden werden und dass die Schweißnähte beim späteren Betrieb zerstörungsfrei geprüft werden können. Diese Voraussetzungen waren bei Grafenrheinfeld nur bedingt erfüllt. Eine weitere wichtige sicherheitstechnische Komponente ist das Containment. Es hat die Aufgabe, in einem Störfall die im Innern der Anlage ausgetretene Radioaktivität zurückzuhalten. Um dies hinreichend sicherzustellen, ist nach heutigen Erkenntnissen eine Betonwandstärke von mehr als 2 Meter erforderlich. Diese Dicke erreicht die Anlage Grafenrheinfeld bei weitem nicht. Damit ist die Anlage nicht in der Lage, möglichen Dampf- oder Wasserstoffexplosionen im Inneren der Anlage standzuhalten. Auch Einwirkungen von außen, wie zum Beispiel der unfallbedingte oder auch gezielt herbeigeführte Flugzeugabsturz auf das Kernkraftwerk, wird nicht beherrscht. Inwieweit Erdbeben und Überflutungsrisiken durch die Auslegung abgedeckt sind, kann nur standortspezifisch geklärt werden. Im Falle Grafenrheinfeld hat sich aber gezeigt, dass die Erdbebenrisiken nicht den heutigen Erkenntnissen entsprechend berücksichtigt wurden. Es ist erforderlich, dass die mögliche Erdbebenintensität mit modernen geologischen Methoden ermittelt und die Gesamtanlage sowohl bautechnisch als auch maschinentechnisch entsprechend ausgelegt ist. Alle Erfahrungen, insbesondere auch die in Europa nach dem Unfall in Fukushima durchgeführten Stresstests zeigen, dass in den 70er und 80er Jahren die Erdbebenrisiken, aber auch die Überflutungsrisiken unterschätzt wurden. Wie Sie vermutlich wissen, besteht das große sicherheitstechnische Problem bei Kernkraftwerken der hier besprochenen Bauart darin, dass selbst nach dem Abschalten der Anlage noch so viel Wärme durch die sogenannte Nachzerfallswärme entsteht, dass bei einer nicht funktionierenden Kühlung unweigerlich eine Kernschmelze und in deren Folge eine Freisetzung großer Mengen radioaktiver Stoffe stattfindet. Die wichtigste sicherheitstechnische Forderung ist deshalb, dafür zu sorgen, dass immer eine ausreichende Kühlung zur Verfügung steht. Dafür müssen nach heutigem Erkenntnisstand Einrichtungen zur Verfügung stehen, die ein ausreichend großes Wasservolumen im Anforderungsfall zur Verfügung stellen. Dass diese Einrichtungen eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen und dass sie mehrfach und unabhängig voneinander ohne gegenseitige negative Beeinträchtigung sind. Die Anlage in Grafenrheinfeld weist hier erhebliche Defizite auf.
Die Volumina, der Druckspeicher und der Flutbehälter sind im Vergleich zu modernen Anlagen erheblich kleiner. Die gesamten Notkühleinrichtungen sind teilweise nicht konsequent bautechnisch getrennt und die Notstromversorgung für die Notkühleinrichtungen entspricht nicht heutigen Anforderungen. Insgesamt ist zu sagen, dass das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld im Laufe der Jahre erheblich nachgerüstet wurde. Trotzdem bestanden signifikante sicherheitstechnische Defizite zum Abschaltzeitpunkt. Ob die für Grafenrheinfeld für erforderlich gehaltenen Nachrüstforderungen in die Planung und in die Errichtung von Angra 3 eingeflossen sind, kann ich nicht beurteilen. In Deutschland ist durch das Atomgesetz der Neubau von Kernkraftwerken generell verboten. Insofern stellt sich heute die Frage nicht, ob Grafenrheinfeld heute genehmigungsfähig wäre. Ich kann aber sagen, dass aufgrund der Rechtsvorschriften, die vor dem ersten Atomausstiegsgesetz galten, also bis 2002, Grafenrheinfeld nicht genehmigungsfähig gewesen wäre. Nach dem damaligen Atomgesetz musste jede Neuanlage dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Diese Anforderung ist eine sich stetig verändernde Anforderung. In der Praxis bedeutet dies, dass eine genehmigte Anlage relativ rasch nach seiner Genehmigung so nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Eine wesentliche Genehmigungsvoraussetzung im Jahr 2002, die Grafenrheinfeld mit Sicherheit nicht erfüllte, war, dass ein Kernkraftwerk nur genehmigt werden durfte, wenn der Antragsteller nachweisen konnte, dass kein Unfall eintreten kann, der eine Evakuierung der Bevölkerung in der Umgebung des Kernkraftwerkes erforderlich machen würde. Meine Damen und Herren, nach meinen Informationen soll das Kernkraftwerk Angra 3 im Wesentlichen so errichtet und betrieben werden, wie es in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts geplant und die Errichtung begonnen wurde. Damit wäre das jetzt errichtete und betriebene Kernkraftwerk Angra 3 weit entfernt vom heutigen Stand von Wissenschaft und Technik und damit von der bestmöglichen Schadensvorsorge. Es steht die Frage im Raum, ob sich die Planung und die schon errichteten Bauwerke und gefertigten Komponenten so umgestalten lassen, dass das Kernkraftwerk Angra 3 die heutigen Anforderungen erfüllt. Diese Frage ist mit einem klaren Nein zu beantworten. Die bestehenden Bauwerkstrukturen müssten völlig umgestaltet werden. Eine Unmöglichkeit. Die Anordnung und Gestaltung der Sicherheitssysteme müsste erheblich geändert und ausgeweitet werden. Mit anderen Worten, die erforderlichen Änderungen kämen einer kompletten Neuplanung und einem kompletten Neubau gleich. Bezüglich Angra 2 ist mir die grundlegende Auslegung bekannt. Nicht bekannt ist mir, inwieweit dort Nachrüstungen erfolgten, die in Deutschland bei den vergleichbaren Anlagen Grafenrheinfeld und Brockdorf durchgeführt wurden. An Nachrüstungsanforderungen ergaben sich insbesondere Verbesserung der Notstromversorgung, Verbesserung der Notspeisewasserversorgung und zusätzliche Einrichtungen zum Sabotageschutz. Dies sind nur einige wenige Beispiele für Nachrüstungen. Trotz dieser Nachrüstungen wäre Angra 2 immer noch ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ob dieses Risiko von der Bevölkerung akzeptiert wird, kann meines Erachtens nur durch einen demokratischen Prozess entschieden werden. Voraussetzung dafür ist, dass die zuständigen Behörden in Brasilien die gegenwärtige Situation gegenüber der Öffentlichkeit offen darlegen. Nur dann kann die Öffentlichkeit auch eine fundierte Entscheidung treffen. Die alles entscheidende Frage, wie sicher ist sicher genug, muss meines Erachtens von der Bevölkerung entschieden werden, da die Sicherheit eines Kernkraftwerkes immer nur eine relative Sicherheit ist. Sachverständige, die behaupten, Kernkraftwerke seien sicher, sagen die Unwahrheit. Meine Damen und Herren, mit der Stilllegung der Kernkraftwerke ist das Problem der Nutzung der Kernenergie bei weitem nicht gelöst. Der Rückbau der Anlagen erfordert einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Erste Erfahrungen beim Rückbau in Deutschland zeigen, dass mehrere Jahrzehnte erforderlich sind, um den ursprünglichen Zustand am Standort, sprich grüne Wiese, wiederherzustellen.
Es gibt jetzt konkrete Befürchtungen, dass die Rückstellungen der deutschen Betreiber von Kernkraftwerken für den Rückbau und die Entsorgung abgebrannter Brennelemente nicht ausreichend sind. Ein großer Betreiber hat versucht, sich seiner Verpflichtung durch die Auslagerung der Nuklearaktivität aus dem Unternehmen zu entziehen. Das Entsorgungsproblem hat man in Deutschland bisher technisch und politisch nicht gelöst. Um einen geeigneten Standort für ein Endlager zu finden, wurde eine Endlagerkommission bestehend aus Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gegründet. Diese Kommission ist noch weit entfernt von einer gemeinsamen Auffassung. Prognosen gehen davon aus, dass vor dem Jahr 2100 kein Endlager in Deutschland in Betrieb gehen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die abgebrannten Brennelemente mit ihrer hohen Radioaktivität an den Kraftwerkstandorten zwischengelagert werden. Dagegen gibt es erhebliche Proteste der in den Kraftwerkstandorten wohnenden Bevölkerung. Zum Schluss noch eine generelle Anmerkung zur Nutzung der Kerntechnik. Ein Mensch mittleren Alters hat das schon dreimal erlebt, was man zu Beginn der Kernenergienutzung kategorisch ausgeschlossen hat. Eine Kernschmelze in Harrisburg, in Tschernobyl und in Fukushima. Kernschmelzen werden auch zukünftig auftreten. Die Frage ist nur, wo und wann. Die Ursache der Kernschmelze wird wiederum eine völlig andere sein. Es reicht nicht aus, die Ursachen der bisher aufgetretenen Kernschmelzen zu eliminieren, um sicher zu sein, dass zukünftig keine Kernschmelze auftritt. Wenn Kernkraftwerke weiter betrieben werden, so muss nach meiner Auffassung die bestmögliche Schadensvorsorge sichergestellt sein. Nur wenn dies geschieht, ist der weitere Betrieb von Kernkraftwerken überhaupt vertretbar. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.